Hallo, willkommen zu Galaxy Asperger TV. Heute mit einem Wunschthema von euch, nämlich mit der Bitte, einmal ein paar Bücher vorzustellen, die ich persönlich gut fand und die mir einen Einblick in das Denken, Fühlen und Handeln von Autisten gegeben haben. Ich habe euch heute drei Schriftsteller mitgebracht, drei autistische Schriftsteller, die ich besonders gut gefunden habe. Das erste, das ist ein Werk von Daniela Schreiter. Das gibt es in mehreren Bänden und das heißt Der Schattenspringer. Und das ist ein ganz wunderbares Buch für alle Altersklassen. Also Band 1 geht mehr so um die Kindheit. Bei Band 2 beschreibt sie ihre Jugend und im Band 3 interviewt sie andere Autisten. Und dann gibt es noch ein kleines, sehr nettes Autistic Hero Girl Buch, Band, das sie auch herausgegeben hat als der letzte Band, den ich kenne. Und es handelt sich bei diesen Büchern um Comicbücher, die auf ganz wunderbare Weise geschrieben sind und gezeichnet sind. Hier könnt ihr sehen, hauptsächlich schwarz-weiß. Ab und zu mal kommt auch ein buntes Bild dazu. Und diese Bilder, die geben einem einen Eindruck, wie der Autismus sich für sie angefühlt hat. Oftmals ist es ja sehr schwierig, die Gefühlslagen, die Emotionen, die Situationen in Worte zu beschreiben. Und Daniela Schreiter, die schafft es ganz toll, Bilder zu kreieren, die für uns dann auch sehr gut verständlich sind, für uns neurotypische Menschen, was da in ihr vorging und mit was sie zu kämpfen hatte in ihrer Kindheit und Jugend ganz speziell. Daniela Schreiter erzählt ihren Alltag mit sehr viel Humor und Feinsinn für die Details. Und man kann wirklich sich viel besser vorstellen, wie es in einem autistischen Menschen vor sich gehen muss, wenn man diese Werke gelesen hat. Ich kann es wirklich nur empfehlen, Daniela Schreiter, der Schattenspringer, und ist wirklich auch für alle Altersklassen geeignet. Band 1 für Jüngere natürlich, Band 2 altersentsprechend für die Jugend und Band 3 für Erwachsene, aber auch natürlich für Jugendliche ganz wunderbar zu lesen. Und alle Bände sind auf jeden Fall auch für neurotypische Menschen jeglichen Alters gut geeignet. Ein weiteres Buch, das ich euch auf jeden Fall empfehlen möchte, ist dieses hier von Axel Brauns, Buntschatten und Fledermäuse. Es ist ein unglaublich gutes Buch und Axel Brauns schafft es in seinem Buch, mit seiner Sprache eine Welt zu kreieren, die uns sonst fremd bleiben würde. Axel Brauns hat frühkindlichen Autismus, das heißt, er war anfangs auch nonverbal oder zumindest eben sprachlich nicht sehr fähig, sich auszudrücken und Dinge sprachlich aufzunehmen. Und er hat es aber geschafft, durch viel Eigenarbeit sich sehr gut zu entwickeln. Und er beschreibt jetzt in seinem Buch in einem fantastischen Stil seine Kindheit, seine Jugend bis zum Erwachsenenalter. Und es steckt wahnsinnig viel Humor drin. Und vor allem, was ich beeindruckend fand, ich habe endlich einen Einblick wirklich kriegen können in eine Welt, die mir sonst absolut fremd geblieben wäre, nämlich die Welt eines Autisten, der mit einer stärkeren Form von Autismus lebt. Und dieses Buch ist so köstlich geschrieben. Es hat so viele tolle Worte und Umschreibungen von Dingen mit eigenen Wortkreationen. Es ist wirklich wunderbar, das zu lesen. Und wir haben das als Familie auch gelesen, gemeinsam laut vorgelesen und hatten unglaublich viel Spaß dabei. Und das Buch ist auch spannend. Also man möchte wirklich nicht aufhören. Man hat auf jeden Fall auch was zu lachen dabei und kriegt einen tollen Einblick. Also es ist wirklich ein tolles Werk. Und weil das so faszinierend für mich ist, wie ihr merkt, ich sprudel richtig, möchte ich euch einen kleinen Ausschnitt daraus vorlesen. Ein kleiner Hinweis vorweg aus dem Buch, das erschließt sich im Lesen des Buches, der Begriff die Haha, das ist die Mutter von Axel Brauns, so bezeichnet er sie, und der Dachs ist sein Vater. Warum er das so tut, wird im Buch nicht erläutert, aber wenn man ein Interview von ihm sich anschaut, der hat das einmal erwähnt gehabt, aber ich möchte das jetzt hier nicht verraten und lese euch jetzt einfach mal einen kleinen Ausschnitt aus seiner Kindheit vor, nämlich eine Situation in der Schule, die ihm so passiert ist. Die Klasse lauschte Frau Frankes Worten. Sie begann der Reihe nach, alle Kinder zu fragen, welchen Beruf denn der Vater habe. Aus den Fledermauskindern sprudelten die Antworten nur so hervor. Peter neben mir wusste den Beruf seines Vaters.
Als die Klassenlehrerin mich fragte, schüttelte ich den Kopf. Auch in der Schule bedeutete das Nein. Frau Franke fragte verwundert nach. Die Fledermauskinder kicherten. Ich empfand das unangenehme Gefühl, dass ich etwas nicht wusste, was ich eigentlich wissen müsste. Ich wusste, dass in meinem Hofhaus der Dachs wohnte. Ich wusste auch, dass in meinem Hofhaus die Haha wohnte. Nur war mir nie in den Sinn gekommen, den Dachs nach seinem Beruf zu fragen. Schließlich hatte ich ja auch die Haha nicht nach ihrem Beruf gefragt. Alle Kinder wussten den Beruf ihres Vaters. Ich wusste ihn nicht. Frau Franke erteilte mir eine zusätzliche Hausaufgabe. Am Mittagstisch nahm ein vertracktes Spiel seinen Anfang. Ich fragte den Dachs nach seinem Beruf. Der Dachs antwortete. Ich hörte Geräusch. Ich versuchte, das Geräusch über die Lippen zu bringen. Einige Male schien es zu klappen. Dann erstarb das Geräusch in meinem Kopf. Das Wort war ein Lärmchen. Ich konnte es kaum hören. Nie war ich mir sicher, ob ich es wirklich gehört hatte. Für eine kurze Zeit geisterte das Lärmchen durch mein Bewusstsein, ehe es verschwand wie all die anderen Wörter, die sich in meinem Geist nicht heimisch fühlten. Jeder meiner Versuche, dem Wort seinen Klang zu entlocken, misslang. Am Nachmittag schaute Peter im Hofhaus vorbei. Was sich dann ereignete, war eine Heimsuchung. Peter hörte das Lärmchen ein einziges Mal und konnte es sogleich nachsprechen. Verstört betrachtete ich Peter, der meinte, so schwer wär das gar nicht. Abends vor dem Einschlafen dachte ich daran, was mir am nächsten Tag bevorstünde. Die Klassenlehrerin würde mich fragen, welchen Beruf der Dachs hätte, und ich könnte nur antworten, dass ich es nicht wüsste. Ich hätte es vergessen. Das Gekicher der Fledermäuse erscholl in meinen Ohren. Verzweifelt wühlte ich in meiner Erinnerung. Warum versteckte sich das rätselhafte Wort so meisterhaft? Vor dem Einschlafen wünschte ich mir, am Morgen vor dem ersten Sonnenstrahlen geweckt zu werden und das Lärmchen einfach zu wissen. Das wäre näpfchenschön. Das ist jetzt ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt, aber es zeigt einfach dieses Nicht-Wissen, wie die Wörter sich anhören und was sie bedeuten. Also Axel Brauns hört irgendwelche Töne, irgendwelche Worte, kann sie aber in keinster Weise nachsprechen und überhaupt schon gar nicht verstehen. Es sind für ihn nur Geräusch und nur Lärmchen. So bezeichnet er das Buch hindurch, verschiedene Begriffe und Worte, die er nicht versteht. Und er macht es auf eine so nette Art und Weise, dass der Leser wirklich in den Bann gezogen wird. Also nochmals, dieses Buch ist wirklich sehr empfehlenswert. Aller gute Dinge sind drei. Deswegen habe ich euch ein drittes Buch mitgebracht. Das ist ein Buch von Aaron Wahl. Und das ist Ein Tor zu eurer Welt. Und dieses Buch habe ich erst kürzlich entdeckt und gelesen und bin begeistert von dem Buch. Es ist ganz anders als die beiden anderen vorher. Es ist ebenfalls extrem spannend, waren beide Bände vorher auch. Aber es zeigt nochmal eine ganz andere Sicht in die Welt eines Autisten. Aaron Wahl kämpft auch mit einer schwereren Form von Autismus, insofern, dass er sehr stark unter Depressionen leidet. Er fühlt sich absolut unverstanden in seiner Welt und in seiner Kindheit und hat auch wenig Rückhalt von der Familie. Und dann nach dem Tod seines Großvaters, den er sehr schätzte und sehr liebte, von dem er sich aber nicht verabschieden kann, bricht für ihn eine Welt zusammen und aus diesem dunklen Loch, das immer mehr sich in eine starke Depression hineinzieht, dieses dunkle Loch, da kommt er einfach nicht mehr raus. Und er beschreibt sehr genau seine Kindheit und dann aber auch speziell diese schwere Zeit der Jugend und wie er immer mehr abrutscht und durch Therapien hindurchgehen muss, die alle nicht zutreffend sind, durch verschiedene Diagnosen, die alle nicht passen, und er erfährt keine Hilfe im Gesundheitssystem. Und Aaron Wahl schafft es dann erst nach vielen schweren Erlebnissen mit Problemen wie Panik und Angststörung, dass er irgendwo etwas entdeckt für sich, was einen Keim der Hoffnung in ihm aufblühen lässt. Und das ist eine ganz bestimmte Methode,
die ihm irgendwie zufällig sozusagen über den Weg läuft. Und das ist eine Methode, die ist eigentlich dafür gedacht, dass Theater, Schauspieler, Bühnenmenschen, dass diese Gefühle ausdrücken lernen, ohne zu sehr selbst psychologisch Problematiken davon zu tragen. Das heißt, Aaron sucht nach einem Weg, zum einen aus seiner Depression und aus dieser hoffnungslosen Situation, aber zum anderen möchte er auch seine Gefühle entdecken, weil er kämpft so stark mit Gefühlen. Er kann die Gefühle in anderen sehen, aber er findet sie irgendwie nicht in sich selbst. Und dem möchte er sich nähern. Und durch diese Methode, die entwickelt wurde für Schauspieler, durch diese Methode schafft er einen Weg zu finden zu sich selbst und zu seinen Gefühlen. Und diesen Prozess, wie er dahin kam und wie ihm das Hoffnung für seinen Lebensweg gab, den beschreibt er eben in diesem Buch. Ich kann dazu noch sagen, ich habe mit Aaron Wahl Kontakt aufgenommen und er hat jetzt erfreulicherweise auch einen Kanal, einen YouTube-Kanal gestartet. Von daher, bitte schaut euch das auch mal an. Es ist wirklich sehenswert. Aaron Wahl ist eine ganz, ganz wunderbare Persönlichkeit, der sehr viel Erfahrung gemacht hat, der auch vor allem weiß, wie es Autisten geht, denen es nicht gut geht. Und da findet ihr sicherlich auch Hilfe und ein offenes Ohr von seiner Seite aus. Und guckt euch mal seinen Kanal an. Er wird jetzt damit anfangen. Er wird zunehmend mehr Videos hochladen. Und natürlich, wie immer, verlinke ich euch diese Information unten bei den Kommentaren. So, ich hoffe, die Auswahl hat euch gefallen. Und ich hoffe vor allem, dass jetzt mehr auch Verständnis für die Situation von Autisten geweckt werden kann, indem man solche Bücher kennenlernt, liest und seinen Erfahrungshorizont erweitert. Bis bald wieder. Macht's gut. Tschüss.